Schönheit gehört zur Einkleidung natürlich auch dazu. Erstens mal muss alles top dekoriert sein, damit es alles stylisch aussieht. Auf der anderen Seite gehören natürlich auch die Fahrzeuge von Audi zur Einkleidung traditionell dazu. Und da sind die Sportler schon immer recht heiß auf die neuesten Gefährte. Arne Pfeiffer, draußen steht deiner schon. Ja. Was hast du denn dieses Jahr ausgesucht? Ich habe in diesem Jahr mir einen A6 bestellt, da freue ich mich riesig drauf, mit einem Biturbo-Motor, also Diesel-Biturbo. Und ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, ihn anzulassen. Aber jetzt wollen wir uns mal in den hier reinsetzen, ja, das ist nämlich auch ein Powergeschoss. Ja. Gehen wir mal rüber. So, V6T, auch der hat es in sich. Es ist ja nicht dein erster Audi, sondern ich glaube der 5. oder 6. schon. Ja, der 6. schon, ja, genau. Ich habe schon das Privileg gehabt, einige zu fahren. Ihr seid viel unterwegs, viele, viele Kilometer. Was steht denn, wenn du dein Fahrzeug zurückgibst, immer auf dem Kilometerstand? Meistens so zwischen 30.000 und 45.000 im Jahr. Also wir bewegen die Autos schon recht viel und wir brauchen halt auch ein bisschen Platz. Deswegen haben wir meistens auch ein Kombi und sehr zuverlässiges, angenehmes Auto, muss ich sagen. Arndt, was bist denn du für einer? Einer, der auf Standheizung setzt, weil er sagt, ich will es sofort warm haben, oder einer, der gern leidet, wenn es vorher kalt war? Ja, meistens habe ich gar keine Standheizung dazu bestellt, muss ich zugeben, weil ich eine Tiefgarage habe. Das ist ganz praktisch. Und ansonsten, ich bin auch so ein spontaner Typ. Dann überlege ich mir, zack, ich will jetzt los. Und dann habe ich die oft nicht programmiert oder nicht eingeschaltet oder so. Aber die anderen, die haben oft Standheizung, ist schon auch ein nettes Ausstattungsmerkmal. Also man kann ja alles reinbestellen, was es gibt, und es ist schon sehr komfortabel. Und zur Not triffst du dich einfach bei den anderen im Auto, ein bisschen Tee dazu, ist ja kommunikative Geschichte. Sowieso, ja, genau. Welche Farbe hast du denn ausgesucht? Bist du ein dunkler oder ein heller Typ? Dunkel. Ich bin dunkel? Also, ja, schlicht und ergreifend. Also ich glaube, so dunkelgrau, quarzgrau, schöne Farbe auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall elegant aus und man fällt nicht allzu sehr auf. Mag ich auch ganz gern. Wobei die Dekoration, also DSV, German National Ski Team, wird man da an der Ampel auch mal angesprochen? Ja, also kommt drauf an, wo man sich befindet. Wenn man beispielsweise in Ruhpolding unterwegs ist, da fahren so viele von diesen Autos um, da fällt es vielleicht nicht unbedingt auf. Aber wenn da fällt es fast auf, wenn du ein normales Auto hast. Ja, genau. Da ist man eigentlich unauffälliger mit einem DSV-Audi. Bei mir zu Hause im Harz oder so, da wird schon geschaut, ja. Hast du den Quattro schon mal so richtig gebraucht, wo du gesagt hättest, oh, wenn ich jetzt kein Audi Quattro gehabt hätte, wäre es aus gewesen? Oh ja, schon des Öfteren, ja. Ich war mal in Novo Mesto zur WM und da war eine Schneewehe auf der Straße und da musste ich ein bisschen über den Acker fahren und ohne den Quattro wäre ich da sicherlich liegen geblieben und das hat auf jeden Fall geklappt. Da war ich froh, dass ich ein Allradfahrzeug hatte, ein Quattro, und der hat mich gerettet. Also, unsere Athleten sind nicht nur top trainiert, sondern haben auch top Autos, damit da überhaupt nichts schief geht. Von A nach B, viele, viele tausend Kilometer. Arndt, vielen Dank und eine erfolgreiche Saison. Danke dir. Und wir gehen mal kurz raus, weil ich möchte Ihnen jetzt einen kleinen Zaubertrick zeigen. Der geht nämlich ganz einfach. Also, wir konzentrieren uns mal hier auf dieses Logo im Fahrzeug. Abracadabra, German National Team, Simsalabim. Und jetzt haben wir, ob Sie es glauben oder nicht, den Fahrer gewechselt. So einfach geht das bei der Einkleidung der deutschen Skinationalmannschaft. Aus dem Fahrer, Arndt, ist jetzt die Fahrerin Viktoria Rebensburg geworden. Hallo? Hallo. Was hast du dir diesmal für ein Audi bestellt? Einen A6. A6, Kombi, Diesel oder Benzin? Na, Diesel. Ich habe einen ganz normalen Avant, also viel Platz. Das ist natürlich wichtig für das viele Gepäck, das wir im Winter durch die Gegend kutschieren, und dadurch ist es schon super, freue ich mich schon. Jetzt gibt es ja so ein, ich möchte fast sagen Vorurteil, dass die Alpinen immer so die hochmotorisierten Benziner haben, während die Nordischen eher ein bisschen relaxed unterwegs sind. Wie ist es bei dir diesmal? Ja, wie gesagt, eben jetzt Diesel und ich würde mal sagen, ein schönes, superschönes, normales Auto in Anführungsstrichen. Ich habe davor ein RS4 gehabt und dadurch freue ich mich jetzt auf einen Diesel, der dann doch relativ lang fahrbar ist, also der Tank, und die Tankstelle dann eben auch nicht so oft kommt. 35.000, 40.000 Kilometer ist der Arndt unterwegs pro Jahr. Was machst du da so drauf auf dein neues Fahrzeug? Ja, ich denke so zwischen 25 und 30 sind es. Also der Arndt, glaube ich, hat doch noch ein bisschen mehr Fahrstrecke nach Österreich oder in die Alpen. Und nachdem ich ja eben am Tegernsee wohne, ist das natürlich von der Strecke her ein bisschen weniger.
Aber wie gesagt, so zwischen 25 und 30. Welche Ausstattung ist dir denn wichtig im Auto? Weil 25.000 oder 30.000 Kilometer, das ist schon ein Wort pro Jahr, da muss man sich top wohlfühlen. Was ist Vickys Choice? Ja, natürlich muss man wirklich komfortabel sitzen, aber ich denke, das ist egal bei Audi, welches Auto man sich aussucht, die sind alle top ausgestattet. Natürlich gibt es dann auch, ja, was weiß ich, Bang & Olufsen Soundsystem gibt es jetzt hier drin, das finde ich natürlich auch schön für den Klang. Dann gibt es so Fahrelemente wie zum Beispiel Distance Control, was ich jetzt auch ganz angenehm finde, wenn man lange Strecken hat, kann man ein Tempomat reinmachen und das Auto bremst dann selber direkt, wenn jetzt ein Auto vorne auffahrt. Und das ist natürlich schon angenehm, aber wie gesagt, Audi, es sind alle Autos super, super schön und dadurch kann man da wirklich keinen Fehler machen. Wenn du unterwegs bist, magst du es ganz still und die Ruhe oder gibst du dir ordentlich Sound und wenn ja, was? Ja, schon. Also wie ich es angedeutet habe mit Bang & Olufsen Soundsystem, ist natürlich auch schön, wenn der Sound dementsprechend ist. Aber es ist unterschiedlich. Also es gibt Fahrten, da höre ich ganz leise Musik. Meistens ist es so, wenn ich vom Training heimkomme und ich relativ kaputt bin, dann sitze ich eigentlich nur noch da und versuche und folge den Autos und versuche halt irgendwann daheim anzukommen und ist fast schon in Hypnose dann. Mehr oder weniger, ja. Dadurch ist der Tempomat super, weil man einfach das nur einstellen muss und muss einfach nur hinterherfahren und muss dann immer groß sich beim Autofahren anstrengen. Bist oft allein unterwegs oder tut ihr euch zusammen? Ja, meistens ist es so, dass ich mit meinem Servicemann dann eben weiterfahre. Also wir treffen uns irgendwo bei mir in der Nähe, wo es halt eben am besten ist, oder auch mit Trainer. Und dann lasse ich meistens mein Auto stehen und werde dann von den Trainer oder von meinem Servicemann mitgenommen. Und das ist natürlich schon super, speziell wenn wir ja weite Strecken haben nach Frankreich oder egal wohin oder auch in Italien runter. Das ist natürlich schon super schön, wenn man sich zusammentun kann und dann auch nicht die Fahrt alleine und vielleicht dann auch am Beifahrersitz sitzen darf, weil es ja dann doch schon entspannter. Jetzt sitzen wir hier im Q5, du holst dir jetzt dein A6 ab, dann gehen wir raus. Und viel Spaß mit dem neuen Fahrzeug. Dankeschön.